KinoCast. Nee, wie kann man sich KinoCast Podcast nennen? Voll der Zungenbrecher. Zum neuen KinoCast ohne Podcast. Hallo und willkommen hier zum KinoCast Podcast. Es geht. Ist gar nicht so ein Zungenbrecher eigentlich. Aber eigentlich reicht auch nur KinoCast, denn da steckt ja schon das Wort Podcast im Namen. Das war damals aus der Anfangszeit so. Aber erstmal hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und mein Name ist Erik und wir sind hier das Team vom KinoCast Podcast. Geht eigentlich. Genau, wir machen das ja schon eine ganze Weile und falls jetzt mal jemand neu dazustößt, wir müssen ja immer bedenken, dass hier vielleicht doch manchmal neue Hörer hier dazukommen auf den diversen Plattformen. Vielleicht erklären wir mal kurz, was hier so abgeht. Also üblicherweise gehen wir in die Sneak Preview in Stuttgart, in die Innenstadtkinos und sehen dort jede Woche einen Überraschungsfilm, wo wir eben, wie der Name schon sagt, nicht wissen, was uns da erwartet. Und das kann manchmal was Gutes sein, das kann manchmal was Schlechtes sein, aber die Stimmung ist in der Sneak eigentlich immer ganz gut. Und darüber reden wir dann in dem Podcast, den wir dann an dem darauffolgenden Wochenende aufnehmen. Und dazu gehen wir Kinofreaks natürlich auch immer noch in andere Filme rein. Und heute besprechen wir zum Beispiel den neuen Film aus der Sneak Preview Auf dem Weg. Wird wahrscheinlich, wie die meisten, wie auch wir, noch niemand davon gehört haben. Deswegen erzählen wir euch mal, ob der sich lohnt. Dann haben wir im Kino gesehen die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, diesen neuen Film. Und The Marvels haben wir geguckt, jawohl. Und weil wir heute 3 Kinofilme haben, lassen wir mal das Thema Serien ein bisschen außen vor. Normalerweise haben wir auch immer noch ein paar Serien und wenn es irgendwas Neues im Gaming-Bereich gibt, gibt es auch Games und Kino-News haben wir manchmal drin und so. Ja, und wer sind denn wir? Kate, wer bist du? Was machst du? Was guckst Hallo. Du gern? Ich bin die Kate. Also Kate ist mein Spitzname. Ich heiße eigentlich Ann-Kathrin. Ich bin 35 Jahre alt. Oh, müssen wir das Alter nennen? Okay. Du musst das nicht machen. Ich bin auch stolz drauf, so jung zu sein. Ich bin aktuell noch in Elternzeit. Wir haben eine kleine Tochter. Und der Kollege hier mit in der Leitung, der Chris, das ist mein Ehemann. Oh, was für eine nette Überleitung. Hallo. Habt ihr euch über den Podcast eigentlich damals gefunden oder war das schon vorher? Das war schon vorher. Okay, schade. Aber wir haben uns das erste Mal kennengelernt in der Sneak. Ja, da macht ja der Chris die Moderation, das ist natürlich... Yeah. Ja, wobei ich das sehr spannend finde, das erste Mal kennengelernt. Haben wir uns noch ein zweites Mal kennengelernt? Das erste Mal kennengelernt. Das zweite Mal richtig kennengelernt haben wir uns dann beim Phrasenmäher-Konzert. Ach Gott, ja. Sie meint das, wo es dann danach ins Bett ging? Das nee, da war ich, da war noch ein anderer Kerl vorher involviert. Ach so, ja. Okay, ich frage mich Geschichte. Was hat das noch mit diesem Thema vom Kino? Ja, alles gut. Das ist ja auch schon wieder Jahrzehnte her. So, Chris, dann mal zu dir. Ja, hi. Ich bin der Uwe. Also ich bin der Chris und ich moderiere montagabends immer die Sneak Preview in den Innenstadtkino Stuttgart. Daher auch sehr, sehr diese Verknüpfung. Bin selbst stellvertretender Schulleiter. Was wahrscheinlich dann der Punkt ist, dass ich aus diesem Rotstift-Milieu komme, dass ich einfach gerne selber sprechen höre und auch sehr viel erzählen kann, wenn er denn möchte. Meistens halte ich mich hier aber dann eher auch zurück, weil es gibt auch noch andere wunderbare Stimmen, wie zum Beispiel die vom Erik, die wir auch sehr gerne hören. Okay. Hallo, ich bin Erik, ich bin kinosüchtig. Genau, der Jüngste hier in der Runde. Seit wann das? Ja, nee, ja der Erik ist halt erst Anfang 20. Spaß. Ich mache die Shows hier schon seit 2006. Damals, bevor Podcasts cool waren, habe ich das schon gemacht. Mittlerweile seit 2009 lebe ich hier in Stuttgart und gehe da auch. Es war das Erste, was ich gemacht habe. Stimmt nicht ganz. Das Erste, was ich geschaut habe, bevor ich hierher gezogen bin, ist, wo gibt es gescheites Internet, um zu sehen, in welche Ecke ich ziehe. Und genau. Und dann, genau, das Zweite, was ich geschaut habe, war, gibt es hier Sneak Previews und war dann relativ überrascht damals, als es
quasi an jedem Tag in Stuttgart irgendwo in einem Kino eine Sneak gab. Das hat sich mittlerweile extrem ausgedünnt, weil es gibt eigentlich nur eine wahre Sneak Preview in Stuttgart, das ist die von den Innenstadtkinos, habe ich ja mittlerweile auch. Qualität setzt sich durch. Eben, eben. Und ja, jeden Montag in den Innenstadtkinos, genau gesagt im Gloria 1. Und ja, würde ich jedem empfehlen, jedem und jeder, mal dahin zu gehen und einen Überraschungsfilm zu schauen. Gibt auch vorher ein bisschen was zu gewinnen, irgendwelche Fußmatten oder Shirts. So. Muss auch gar nicht viel machen. Jawohl. Okay, dann lass uns doch mal anfangen mit. Vielleicht sollten wir noch sagen, uns vereint die Liebe zum Kino. Natürlich. Und zu Filmen. Kinosucht und Serien und. Ja, manche Stimmen von uns, zum Beispiel Kates und meine, kann man auch durchaus mal in anderen Podcasts hören, wo es vielleicht um Serien geht oder, ach ja, nee, Chris ja auch, der macht ja auch jetzt mittlerweile noch Side-Project mit rund um den Brustring, wo er manchmal vertreten ist und der Eishockey-Podcast liegt ein bisschen auf Eis sozusagen, ne? Wie der Name schon sagt. Der Pausentee, könnt ihr gerne mal abonnieren, wenn es dann eine neue Folge gibt. Der Pausentee macht Pausentee. Sozusagen. Ja, ansonsten helfen wir auch immer ganz gerne oder ich zumindest. Ich bin ein sogenannter Podcast-Pate auch für die Region hier. Das heißt, wenn ihr einen neuen Podcast starten wollt und habt da Fragen, wie es geht und so, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Jo, aber jetzt anfangen, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Nee. Okay. Auf dem Weg, lass uns mal auf den Weg gehen. Auf dem Weg, ein französischer Film, der nicht getippt wurde. Und, doch, wurde er. Wurde er getippt? Doch, okay. Ach, war einer von beiden, die getippt wurden. Ich glaube sogar von dir, aber ich weiß über nicht. Mich. Nee, vom Martin. Nee, wie hieß er? Wie heißt er? Ach, andere Tipps, die merke ich mir nicht. Unser treuer Tipper. Martin VW, glaube ich. Ja, der neue Film mit Jean Dujardin, der damals, ich glaube, den Oscar gewonnen hat für The Artist, für den Film. Dieser Schwarz-Weiß-Stummfilm, der bei den Oscars ein bisschen alle überrascht hat. Er spielt Pierre Girard, also nicht Pierre Richard, sondern Pierre Girard. Der ist ein Reisebuchautor und so extrem, ja, der klettert viel, besteigt irgendwelche Berge und ja, so Bergsteiger, Extremkletter und sonst was alles und schreibt darüber Bücher und Kolumnen in Zeitungen und Zeitschriften, Magazinen und hat dadurch eine ziemliche Berühmtheit erreicht und mit dieser Berühmtheit kommt natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit, also Frauen liegen ihm zu Füßen und er lässt auch ordentlich krachen auf Partys, er ist da halt mehr oder weniger immer der Star und ist auch dem Alkohol sehr zugetan und eines Tages ist er aber, als er zu viel Alkohol getrunken hat und es wird auch gezeigt zum Beispiel, wie er mal eine Frau erobert hat, er ist nämlich an der Seite am Hotel quasi hochgeklettert, an der Seite, weil er eben so ein Extremkletterer ist, er kann das halt, ne, hochgeklettert und ist bei ihr reingestiegen zum Fenster sozusagen und ja, aber eines Tages, als er halt mal sehr betrunken ist und da einfach nur rüber möchte in das andere, in das Nachbarzimmer und da außen rum quasi, in Frankreich gibt es ja immer diese kleinen, ja, sogenannten französischen Balkone, also mit diesen, wo so ein kleines Gitter dran ist und rutscht dann aber ab und fällt runter, 8 Meter tief und landet im Krankenhaus natürlich, ist ins Koma gefallen, hat Wirbelsäule, ist da einiges in Mitleidenschaft gezogen, sodass halt erstmal gelähmt und das Gesicht total, Schädelbruch und sonst was alles, blutet aus dem Ohr und so diese ganz. Und er beschließt dann halt, wenn er es wieder schafft, laufen gehen zu können, dass er einmal quer durch Frankreich läuft. Und zwar fängt er, muss ich sagen, ich bin ja immer gern im Südwesten von Frankreich, im Basken, im französischen Baskenland unten. Er fängt leider aber sozusagen auf der Karte gesehen rechts unten an, also quasi im Südosten und läuft nach Nordwesten, also einmal so quer durch Frankreich und nicht andersrum. Das heißt, die Gegend, die ich sehr, sehr mag, hat er leider nicht durchschritten. Er muss aber halt durchs Zentralmassiv und das ist halt wirklich ganz schön anspruchsvoll. Und dadurch, dass er eben gesundheitlich immer noch mit ein bisschen was zu kämpfen hat, ist es halt alles auch nicht so einfach und er läuft halt mehr oder weniger alleine, schreibt Tagebuch oder schreibt Notizen. Er versucht halt dann daraus ein Buch wieder zu machen. Von seinem Verleger hat ihm da auch schon das grüne Licht gegeben dafür und ja, wir
wir begleiten ihn eigentlich, der eigentliche Film ist eigentlich, dass wir sehen, wie er durch Frankreich wandert und dann diese eigentliche Geschichte, die ich vorhin erwähnt hatte, wird in Teilen erstmal in Rückblenden erzählt. Also wir erfahren das eigentlich so erst so Stück für Stück, was da eigentlich passiert ist und was da für ein Drama dran hing und so weiter. Und wir sehen ihn halt, wie er da durchläuft, durch erst Aix-en-Provence, dann natürlich die Provence und so weiter, diese ganzen Gegenden von Frankreich, die man halt durchschreitet, wenn man vom Südosten nach Nordwesten läuft, also bis hin zum, was ist das, Mont Saint-Michel da, diese Kirche, die da, oder dieses, was da mitten im Meer ist, was dann bei Ebbe zugänglich ist und so. Ja, das war der Film. Das war der Film. Hab ich noch irgendwas vergessen? Nee. Ich bin gerade nochmal eingeschlafen, Entschuldigung. Aber während des Films bist du nicht eingeschlafen? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Aber es hatte Einschlafpotenzial. Ja, ja. Erzähl mal, was war denn so gut an diesem Film? Ich meine, es gibt ja ähnliche Filme, wo irgendwo bei jemand was passiert ist und er oder sie ihr quasi so ein bisschen ihr Seelenheil im Wandern sucht. Also bestes Beispiel ist ja der Film hier über die Geschichte von H.P. Kerkeling, Ich bin da mal weg zum Beispiel. Oder der Reese Witherspoon-Film, ich glaube, der hieß Wanderlust, wenn ich mich recht erinnere. Dann gibt es ja noch diesen einen Film. Ja. Was Wild denn? Hieß der Film. Into the Wild? Nein, Wild. Aber der Reese Witherspoon hieß Wild. Hieß der auf Deutsch nicht Wanderlust oder so? Nee. Okay. Der hieß Der große Trip auf Deutsch. Ah, okay. Was war denn da? Wanderlust? Moment, muss ich gleich mal googeln. Das war ein Porno, aber bin ich nicht sicher. Ah, das kann sein. Wanderlust, der Trip ihres Lebens. Ah, okay. Nee, das war dann wieder ein anderer mit Jennifer Aniston und Paul Rudd. Okay. Ja, jedenfalls gibt es da einige Wanderfilme, sehe ich gerade. Und ja, Into the Wild gab es ja auch noch mit dem jungen Mann. Der ist aber, glaube ich, nicht gelaufen, sondern mit seinem VW-Bus dann quasi einmal Amerika von ganz links unten nach ganz links oben. Und so diese alle Geografie-Experten, no, genau. Dreht es gerade irgendwie alles drum. Hey, ich, ja, habe vorhin schon gesagt, also Südwesten nach Nordwesten, sozusagen USA. Ja, es gibt ja sehr viele solche Filme, wo dann so Roadtrip-Filme, sei es nur mit Wandern oder irgendwas, wo dann die Leute Selbsterfahrungen sammeln. Aber hier ist es mehr oder weniger, ja, wir sehen eigentlich in den Rückblenden, wie er sich damals benommen hat. Und er hat eigentlich schon am Beginn seiner Reise, hat er eigentlich schon so für sich so die Erkenntnisse getroffen, finde ich. Sodass eigentlich während der Reise jetzt nichts Großartiges mehr passiert. So, er trifft dann zwar ein paar Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass er mit denen tiefgründige Sachen jetzt bespricht und dass er daraus weitere Erkenntnisse zieht, die dann die Story irgendwie nach vorne bringen. Sondern wir sehen ihn eigentlich nur laufen. Der eigentliche Star des Films ist eigentlich die Landschaft so ein bisschen und die Personen, die er trifft. Weil der Rest wird eigentlich dann so peu à peu erklärt. Aber ich fand jetzt so, der eigentliche Spannung, also es hat überhaupt einen Spannungsbogen gefehlt. Und der eigentliche, was man meistens bei solchen Sachen erhofft, dass dann irgendwo so diese entscheidende, ja, irgendwie so eine entscheidende Erkenntnis, die dann im Laufe dieser Tätigkeit gewonnen wird, die fehlt halt hier irgendwie. Er sagt dann zwar, ja, das habe ich jetzt geschafft und so und das war alles schön und ja, gibt natürlich auch ein paar Stellen, wo man denkt, okay, das ist jetzt beendet, das Ganze und er macht halt dann trotzdem weiter, aber ja, es war halt so ein bisschen unspannend, es war eher so eine schöne Arte-Dokumentation über Frankreich irgendwie gefühlt. Ja, ja, definitiv. Ich fand der Film, nachdem ich den Trailer auch im Vorfeld tatsächlich mir angeschaut habe, weil der getippt wurde, fand ich den Film eigentlich noch relativ interessant und habe gedacht, boah, das könnte ja doch vielleicht gar nicht so schlecht werden. Wie der dann allerdings erzählt wurde und auch in dem Tempo und allem, das hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es wirklich stinkend langweilig erzählt. Auch die Rückblenden waren eher, fand ich, ein bisschen herzlos gemacht. Der hat dann
nicht wirklich Drive aufgenommen, wie auch, es gab ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, wie du gerade schon gesagt hast, hey, eigentlich sollte die Reise oder könnte die Reise jetzt auch zu Ende sein. Also es wird immer davon erzählt, wie schwer verletzt er war und wie kritisch das alles ist und dass er langsam machen muss und er muss da aufpassen und bla bla bla. Und es gibt eine Szene, da verspult es ihn komplett den Berg runter. Ja, und kurz gesagt, er schüttelt sich nach kurz, geht dann wieder weiter, wo du eigentlich denkst, so, Junge, also wenn es mich so den Berg runterbretzelt, dann stehe ich nicht so einfach wieder auf. Mhm. Und dann hatte er, an sich der Film hatte ja eine angenehme Länge mit ein bisschen mehr als was, noch 100 Minuten, irgendwie 90 Minuten, 100 Minuten, irgendwie sowas. Das ist eigentlich ganz okay, nur mir haben zwischendrin irgendwie Teile gefehlt, hatte ich das Gefühl. Also es war nicht zu Ende erzählt, manches, irgendwelche Side-Charaktere sind kurz aufgetaucht, haben dann so, ja, böse gesagt, quasi einmal kurz in die Kamera gewunken und waren dann wieder weg. Die sind für mich völlig blass geblieben. Also sowohl seine Schwester als auch sein bester Freund oder was weiß ich was, so mit drei Sätzen eingeführt und dann läuft man ein bisschen mit denen rum und dann passiert halt auch wieder was und dann sind die auch wieder weg. So, mhm. Okay. Ich weiß, was du meinst, ja. Also das hat mir echt gefehlt, dass da die Geschichten einfach komplett oder einfach auch zu Ende erzählt sind oder einfach den Raum eingenommen haben, weil, wie du es schon gesagt hast, das Hauptaugenmerk lag, glaube ich, auf der französischen Landschaft, den Bergen, dem Weg und was weiß ich. Und selbst das, fand ich, kam ein bisschen zu kurz. Also es fängt ja wirklich damit auch an, hier, er wandert da los und geht erstmal, ja, wo, ich habe gehört, hier gibt's Käse. Oh ja, oh, hier gibt's Käse. Oh, nehme ich gleich hier auf dem Tisch. Also so war die Stimmung so ein bisschen. Ja, willkommen in Frankreich, ne? Ja, okay, alles klar. gut zu wissen. Muss mal kurz weg. Und da habe ich halt auch gedacht so, ja, okay, wenn der Film so weitergeht, okay, spannend, aber er ging halt wirklich komplett in diese, ja, okay, ich lauf mal weiter, oh, ich lauf mal weiter, oh, jetzt bin ich bei meiner Tante, oh, jetzt bin ich da. Und ich so, Alter, was ist denn eigentlich los? Also ich fand, der hat überhaupt keinen Schwung aufgenommen, der Film, der war fürchterlich träge, seine Begleitpersonen waren unglaublich blass. Insgesamt war es für mich wirklich jetzt nicht ein Film, wo ich sage, okay, cool, dass ich den gesehen habe, sondern, boah, ja, hätte ich auch mal wieder Gras beim Wachsen zuschauen können, wäre wahrscheinlich genauso spannend geworden. Und das ist eigentlich schade, aber ist halt Fakt. Ja, nee, ich weiß genau, was du meinst. Also, was mir halt hier auch gefehlt hätte, war eigentlich, da hätte eigentlich mehr Interaktion mit irgendwelchen lokalen Personen reingehört, dass er quasi auf seinem Weg immer mal Personen trifft, mit denen er spricht und dann irgendwie zu Erkenntnissen gelangt. Und hier ist es ja eigentlich mehr oder weniger so, dass dann immer mal so Rückblenden kommen, wo er eigentlich über sein bisheriges Leben nachdenkt und dann ist eher so eine Art Denkprozess, was bei ihm selber intrinsisch ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, da auslöst, dass er über sich selber nachdenkt, über seine Art und Weise, aber irgendwie habe ich am Ende, ganz kurz einen Satz noch, ich sehe keinen Unterschied von seinem Beginn der Reise, von der Art und Weise, wie er sich gibt, zum Ende der Reise. Vollkommen richtig, ja. Das ist das eine. Das andere ist dieses, er hat doch nebenher auch noch ein Buch geschrieben oder irgendwas aufgeschrieben und was weiß ich was. Wo ist denn das dann hin? Oder was sollte das denn? Also das war auch so ein... Ach so, das heißt, da warst du, glaube ich, noch nicht im Saal wieder zurück von der Moderation. Also es ist am Anfang, wo er sich aufmacht zu der Reise, hat er halt mit seinem Verleger gesprochen und der hat halt seine Pläne gesagt, ja, ich will das und das machen. Und er sagt, oh Gott, bist du verrückt? Und so, wir wissen natürlich erstmal gar nicht, was dann vorher passiert ist. Warum will der ihn davon abhalten? Ja, aber er hat doch dann das auch alles aufgeschrieben. Mhm. Und er ist ja Autor. Das heißt, er wollte ja ein neues Buch schreiben, nehme ich mal an. Ja. Ja, aber hä? Verstehst du, wir haben dann wirklich diese Notizen einfach gefehlt. Ach so, ne, das war ja das, was er immer im Off dann quasi, was uns erzählt wurde, ja. Wenn er irgendwo langgelaufen ist, durch die Prärie da,
dann wurde ja immer irgendwas, ja, hier die Landschaft. Die ja, aber hat er da schon sein Buch dann erzählt? Das, oder? Ja, genau, das war quasi das, was er niedergeschrieben hat in dem Buch. Wahrscheinlich, okay, nehme ich an. Ich glaube, ich bin zu dumm gewesen für diesen Film. Nee, glaube ich nicht. Der Film war halt sehr seicht. Und da gab es jetzt nicht viel, wo man, ja, da gab es nicht viel drin in dem Film. Wie gesagt, es gab einmal so ein tiefgründigeres Gespräch mit diesem regionalen Bauern dort, den er trifft, der halt wirklich von seinem Leid erzählt und wie alles niedergeht. Sowas hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass er eben in diesen einzelnen Regionen, weil das war ja eigentlich auch so der Startpunkt seiner Reise, dass er sehen wollte, gerade die Länder Europas sind viele sehr zerrissen, ja, zwischen verschiedenen politischen Richtungen und insgesamt auch alles zerrissen, und das wollte er halt auch sehen und einmal so Frankreich durchwandern und mal gucken, wie zerrissen das jetzt wirklich ist. Und das hätte ich mir da halt viel mehr gewünscht, dass er solche Gespräche hat mit Personen aus den jeweiligen Regionen, die halt ihre aktuelle Situation schildern. Das, was halt andere Filme, die so ähnlich sind, da auch eigentlich richtig machen, die einen dann auch so bewegen, wenn dann irgendwelche Storys erzählt werden, so, sag mal so, Nebencharaktere, ja, Sidequestgeber oder so. Ja, das meine ich ja. Die ganzen Nebencharaktere, das war fürchterlich blass oder gar nicht da. Es hat mir ständig irgendwas gefehlt an Info. Leider war das so, wie du sagst, deswegen. Ja, also viel mehr kann man jetzt auch nicht mehr rausholen thematisch aus diesem Film. Ich wüsste doch nicht, wohin stecken. Also. Das ist echt schade, weil ich habe den Trailer angeguckt und dachte, oh, der Trailer sieht aber echt schön aus. Ja, vielleicht wurde auch ein bisschen, ich hätte es vielleicht auch ein bisschen anders aufgebaut, den Film an sich. Nicht so, dass, ja, ich hätte es anders gemacht einfach. Denn, aber vielleicht lag dem Film ja auch irgendwie ein Buch zugrunde und das ist jetzt eine werketreue Umsetzung und wer weiß. Von mir gibt es halt so durchschnittliche 5 Punkte für diesen Film. Es war jetzt kein Totalausfall. Ich glaube, der Chris sieht das ein bisschen anders von seiner Wertung her. Aber für die Sneak fand ich den ganz okay. Sowohl von der Länge her, als auch von der Geschichte her konnte man gut gucken. War jetzt nicht irgendwas, was mich jetzt extrem geärgert hätte. Ich fand es halt nur sehr viele verschenkte Möglichkeiten. Ja, also Totalausfall würde ich jetzt auch nicht sagen. Es sind wirklich Sachen, die ich einfach super strange fand und nicht zu Ende gebracht. Und da ich mich nicht wirklich gut unterhalten gefühlt habe und ihn langweilig fand, gebe ich 3,5 von 10 Punkten. Okay. So, jetzt ist es an euch, liebe ZuhörerInnen. Geht da rein, oder wann läuft denn der überhaupt an? Mal gucken. Steht da hier irgendwas auf dem Weg? In 11 Tagen, das heißt also nächste Woche, startet er am Donnerstag in den Kinos. Ich glaube, da wird es bestimmt heftige Konkurrenz geben. Wird wahrscheinlich eher so in irgendwelchen Arthouse-Kinos vielleicht laufen. Müsst ihr gucken, ob ihr den irgendwo erwischt. Aber ich sag mal so, für Frankreich-Fans ist der schon sehenswert. Gerade wer so aus der Gegend oder wer die Gegend da unten, Provence und so, ganz gern mag, sieht man sehr viel. Und zwischendrin wird es mal ein bisschen gerafft. Am Anfang wird fast jeder Tag gezeigt von seiner Reise. Und da macht so einen Sprung, so auf einmal so, boah, Kilometer sowieso. Ja, das fand ich dann gut, dass es wenigstens eingeblendet wurde. Am Anfang wussten wir gar nicht, wo befinden wir uns jetzt auf der Reise. Ja, aber ganz ehrlich, wie viele Kilometer der übersprungen hat oder wie wir immer übersprungen wurden. Wahrscheinlich ist im Buch alles viel ausführlicher geschildert. Das wollten sie jetzt für den Film nicht unbedingt machen, schätze ich mal. Ja, aber come on, ist der Dingsen, ist der da mit dem Helikopter kurz geflogen oder was? Nee, der ist schon gelaufen. Ja, aber diese unglaublichen Sprünge, wo da drin waren. Also halt. Aber sie hätten vielleicht für Nicht-Frankreich so gut Kenner vielleicht wenigstens mal eine Karte einblenden können, unten so ein kleines Ding, wie man es bei irgendwelchen Computerspielen hat, wo man gerade sich befindet oder so. Ja, um einfach mal zu zeigen, ah, okay, jetzt sind wir da und dort, die und die Städte sind da in der Nähe, aber er hat ja bewusst die Städte gemieden. Ja, aber die haben ja hunderte Kilometer teilweise übersprungen. Ist da nichts passiert oder was war da los? Nee, wahrscheinlich haben sie dann Sachen, die im Buch waren, einfach übersprungen. Also ich denke mal, das Buch wird relativ nah dran sein an den Kilometern und wird alles schildern. Ja, kannst du das Buch mal noch lesen? Ja, Dinge, die nicht passieren werden in diesem Leben. Denke ich mir. Was aber passieren wird, ist die morgige Sneak Preview in Stuttgart in den Innenstadtkinos. 20.30 Uhr geht es los. Und was gibt es denn da für einen Hinweis und was für Tipps? Also der Hinweis lautet, man lernt nie aus. Und der Martin hat wieder getippt und der tippt, sagt schwierig, aber er tippt mal auf Poor Things.
Du hast getippt, Erik, How to Have Sex. Hm? Nun gut. Also ich habe mir Poor Things kurz mal angeguckt. Der Trailer ist extrem weird. Keine Ahnung, was es da wirklich geht, aber er ist extrem gut besetzt mit Emma Stone, Mark Ruffalo und Willem Dafoe. Mhm. Mal gucken. Gut. Guter Cast auf jeden Fall. Ja, aber es sieht sehr, sehr weird aus. Also ich habe den Trailer kurz angeguckt, ohne Ton. Und da geht es irgendwie, Emma Stone ist total, ich weiß nicht, ob die geisteskrank in dem Film ist oder in einer Anstalt lebt. Und also gibt es da irgendwann mal so komische so Elektroschocks und die macht irgendwie komische Sachen. Also ich habe keine Ahnung, was es in dem Film gehen soll. Der Trailer hat nichts, ich habe nichts verstanden vom Trailer her. Aber mal gucken. Ja, 2 Stunden 21, das wäre natürlich gut für die Sneak Preview. Oh Gott, ey, hoffentlich kommt der nicht. So ein weirder Film zum Montagabend, 2,5 Stunden, hei. Dann hoffe ich mal eher, dass meiner kommt, How to Have Sex, und da gibt es eine lustige Nebengeschichte. Ich war jetzt letzte Woche in Paris und da wird mit einem riesen Banner auf jedem Bus, man kennt das ja zum Beispiel vielleicht aus dem Vorspann von Sex and the City, da gibt es ja auch dieses Banner, wo dann die Kolumne beworben wird von Carrie. So ungefähr ist hier so ein Banner auf fast jedem Bus in Paris für den Film How to Have Sex. Und mein amerikanischer Kollege, der auch mit mir, der war völlig, also hier so öffentliche Werbung für so einen Film, so hat er gemeint, das kann nur in Europa, da habe ich gesagt, welcome to Europe. ich gesagt, da haben wir überhaupt kein Problem damit hier. So, ja, genau. Sag nur, gibt's hier Käse? Weiß ich nicht, aber bumm's dich doch erstmal. Genau, der geht 1,5 Stunden, würde ich gerne nehmen für die Sneak Preview, und da geht es, glaube ich, darum, dass eine junge Frau eben noch nie Sex hatte und ist mit ihren Freundinnen da auf so einer Mega-Party und so, und wow. Sieht ganz, ganz lustig aus und interessant. Okay, wir haben ja noch einiges im Kino gesehen und gerade so den frischesten Film vom Eindruck her haben wir nämlich gestern erst gesehen. Kate und ich waren da im Kino bei Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Kate, worum geht's denn da? Darum in diesem Film, also das ist ein neuer Film im Universum der Panem, also von Panem und der Hungerspiele. Es ist die Vorgeschichte zu den uns schon bekannten Filmen bzw. Büchern. Und zwar ist es die Vorgeschichte von Coralina Snow, den wir später in den Originalfilmen, die wir schon kennen, als Präsident Snow kennen. Hier in diesem Film ist er ein junger Mann. Er ist gerade im letzten Jahr seiner normalen Schule, ja, und er ist Klassenbester und es stehen die 10. Hungerspiele an. Und damals war das alles noch nicht ganz so showmäßig unterwegs, wie wir es schon kennen aus den 74. und 75. Hungerspielen. Damals war das wirklich noch richtig Strafe. Also es wirkte auch wirklich so. Es war jetzt nicht diese bunte Veranstaltung mit auf Tribute wetten und die schön darstellen und rumzeigen und kannst vielleicht am Punkte vergeben und vergleichen so. Vergleichen mit so Gladiatorenkämpfen, weil das fand ja auch in so einer Arena statt, die eigentlich war. Also Chris, für dich, Olympiastadion Berlin. Haben sie da mit CGI ein bisschen. ja, genau, das war eher so. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, es ist keiner lebend rausgekommen. Ne? Es ging nur darum, wer am Schluss noch irgendwie der Letzte und dann irgendwie. Ja, damals war es halt noch so, dass man gesagt hat, es muss nicht unbedingt einen Gewinner geben. Ja? Und das Besondere an diesem Jahrgang ist, die Schüler arbeiten immer, also die Abschlussklasse arbeitet auf ein sogenanntes Stipendium hin, auf das Plint-Stipendium. Blind ist eine Familie, eine reiche Familie, die aber ursprünglich aus Distrikt 2 kommt, die sich aber quasi die irgendwie durch den ganzen Krieg, den es da gab, Geld verdient hat und sich ins Kapitol eingekauft hat. Und dieses Blindstipendium ermöglicht halt dem Gewinner des Stipendiums zu studieren, was eben sich nicht jeder leisten kann von der Abschlussklasse. Und genau, dieses Jahr hat man aber beschlossen, oder hat die oberste Spielleiterin beschlossen,
dass die Hungerspiele ein Update brauchen. Und zwar sollen das erste Mal Mentoren den Tributen zugewiesen werden. Und man soll ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden, dass das ja eine tolle Veranstaltung ist und dass das wichtig ist und das Denkmal und keine Ahnung. Also so die ersten Züge, da draußen Show zu machen. Und so wird den 24 Abschlussklässlern quasi jeweils ein Tribut zugewiesen. Und auch damals war das mit den Tributen noch nicht so, dass die gezogen wurden, sondern da hat halt irgendwie der Bürgermeister bestimmt, wer das jetzt ist, welches Kind da in den Krieg, in die Tribute, also in die Arena muss, so rum. Und Chris, guckst du geschützt nach Alina, bitte. Und dann, genau, und er kriegt, Coriolanus kriegt, hat ein bisschen Probleme mit seinem Lehrer, die sind sich nicht ganz grün. Und ihm war von Anfang an klar, als er das verkündet hat, war ihm klar, er kriegt den schlechtesten Tribut. Er kriegt jemand aus Distrikt 12. Und tatsächlich ist es auch so, ihm wird das Mädchen aus Distrikt 12 zugewiesen. Die heißt Lucy Gray Baird und wird gespielt von Rachel Zegler. Und schon bei der Verkündung, dass sie der Tribut ist, wird gleich klar, sie ist besonders. Denn zum einen nutzt sie die Chance, um sich an einem anderen Mädchen zu rächen, mit dem sie Streit hat, indem sie ihr eine Schlange ins Kleid steckt. Zum anderen singt sie auf der Bühne. Also sie gehört zu so einer herumfahrenden oder damals herumfahrenden Truppe, so ein bisschen wie heißen die? Wie nennen die sich? Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, so fahrendes Volk, so Künstler. Ja, genau, so Künstler eine Art fahrendes Volk, bis sie dann dem District 12 zugewiesen wurden und ihnen verboten wurde, diesen Distrikt zu verlassen. So, und sie ist halt Sängerin und tritt auch regelmäßig so in so einer kleinen Bar auf und so. Und jetzt ist sie ein Tribut. Und sie tut halt mit Hilfe ihres Gesangs ihre Gefühlslage auch ausdrücken. Und so tut sie durch ihren ersten Auftritt direkt vor der Kamera ein Zeichen setzen. Und Coriolanus merkt sofort, sie ist besonders. Und ja, jetzt geht es halt darum, wir haben hier die 10. Hungerspiele. Die sollen irgendwie besonderer werden, weil anscheinend will sie keiner mehr sehen, die Hungerspiele. Und Coriolanus muss es irgendwie schaffen, dass Lucy Gray gewinnt oder als Letzte übrig bleibt, damit er das Stipendium gewinnt, um seinen Plan zu vollziehen, seinen Namen Snow alle Ehre zu machen und wieder an die Spitze der Regierung zu kommen. Denn nachdem sein Vater gefallen ist in diesem Krieg, ist die Familie ein bisschen verarmt. Sie versuchen zwar nach außen immer den Schein zu wahren, dass sie Geld haben, damit eben der Stern nicht sinkt. Ja. Und dann versucht er halt alles, um dieses Stipendium zu bekommen, damit sie überhaupt die Wohnung und das Haus behalten können und so. Das ist halt, da ist halt auch dahingehend noch Druck dahinter und er muss halt auch, wenn er mit den anderen Kommilitonen spricht, muss er halt so tun, als hätten sie Geld und auch so abfällig über welche reden, die kein Geld haben und so. Genau. Ja, und wie gesagt, es geht halt darum, dass er dann mit Lucy Gray quasi mehr oder weniger zusammenarbeiten muss. Und es zeigt dann auch über den Film hinweg, dass er von Anfang an relativ viel Einfluss drauf hat, wie die Spiele weitergehen könnten. Also die oberste Spielleiterin bemerkt ihn dann auch und merkt auch, okay, der hat ganz gute Ideen, weil sie dann halt auch so brainstormen mit der Klasse. Was könnte man denn verändern, damit die Leute wieder hingucken? Und da kommt er halt mit Ideen ums Eck und die gefallen der obersten Spielleiterin.
Woraufhin er dann das mal schriftlich festhalten soll und dann tatsächlich auch einige seiner Ideen in den nächsten, also in diesen 10. Hungerspielen umgesetzt werden, wie zum Beispiel Wetten platzieren, das Ganze mit einem Moderator zu unterlegen und so. Und du siehst dann einfach schon, das sind die Anfänge des Snows, wie wir ihn aus den alten Filmen quasi aus der Zukunft dann kennen. Aber dann ist noch die Frage, wo kommt dieser Hass her, ja, den man ja später von ihm kennt und vor allem dieser Hass auf District 12, ja, und wie kam es dazu? Und es wird tatsächlich im Film auch nochmal erzählt, wie es dazu kommt, und da spielt Lucy Gray eine große Rolle. Ich verrate natürlich jetzt nicht, wie es dazu kommt. Die, die das Buch gelesen haben, wissen es. Die, die es nicht wissen und nur die Filme kennen, guckt euch den Film an. Es erklärt einiges und man sieht halt auch den Wandel von Snow, wie er zu dem langsam, aber stetig wird und wie viel Anteil er daran hat, dass die Spiele überhaupt weitergehen. Genau. Wir sehen auch noch den eigentlichen Erfinder der Hungerspiele, den Dean Highbottom, gespielt von Dirk Dinklage, den man ja aus Game of Thrones kennt. Ja. Der ist jetzt mittlerweile so eine Art Professor in dieser Universität und hält da so Vorträge. Und er ist natürlich immer noch Mentor hinter diesen aktuellen Spielen. Und er ist eigentlich von diesen Änderungen nicht so erfreut, die da eingebracht werden sollen. Und wir erfahren da natürlich auch am Ende, warum, aber... Ja. Das verraten wir nicht. Genau, nee, natürlich nicht. Und vielleicht kann man noch sagen, der Film ist in drei Akte eingeteilt. Ja. Der erste Akt ist mehr oder weniger dieses Struggle von unserer Hauptfigur, von Coriolanus Snow, an dieser Universität und dieses Kennenlernen er ist ja Mentor, wie heißt sie dann? Ja, quasi mit seinem Schützling, sagen wir so. Tribut. Ja, mit seinem Tribut. Nee, ich wollte gerade das Gegenstück vom Mentor, wie heißt die Person, die gementort wird? Egal. Jedenfalls, das sehen wir dann in diesem ersten Akt, wo es auch darum geht, wie werden die überhaupt behandelt damals? Vielleicht kann man sich erinnern, in diesen ersten Tributen von Pan im Film, da wurden die ja ziemlich gepampert, auf gut Deutsch gesagt, ja. Genau, und das ist halt, das war damals anfangs nicht so. Ja. Genau, sondern eher so wie Vieh, und damals dienten halt die Hungerspiele dazu, den Sieg des Kapitols über die Aufständischen mehr oder weniger zu zelebrieren, die jedes Mal wieder dran zu erinnern, dass eben das Kapitol gewonnen hat. Deswegen wurden da diese Tribute einfach mal in so einer öffentlichen Show mehr oder weniger alle dem Tode geweiht, und das wird dann halt ein bisschen geändert. Da interessieren sich die Leute nicht mehr ganz so dafür, je weiter der Krieg dann weg ist. Ich glaube, der ist gerade 8 Jahre oder so vorbei. Der Krieg. Und deswegen, ja, ich fand's. Ich wollte noch kurz ein paar Schauspieler nehmen. Du hast ja gerade schon Peter Dinklage genannt. Die oberste Spielmacherin wird gespielt von Viola Davis. Richtig, also auch im Buch eine komplett verrückte Persönlichkeit. Haben sie hier, finde ich, sehr gut umgesetzt. Coriolanus Snow wird gespielt von Tom Blyth. Fand ich richtig gut besetzt. Also, wow, den finde ich richtig cool, den Schauspieler. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Aber was ich wirklich sagen muss, was wirklich wie die Faust aufs Auge passt, ist die Besetzung des Moderators. Denn wir kennen ursprünglich Caesar Flickerman, den bekannten Showmaster, gespielt von Stanley Tucci. Und jetzt in den neuen Filmen ist es einer seiner familiären Vorgänger, und zwar der Lucky Flickerman. Und der wird gespielt von Josh Schwartzman. Und die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also wenn man die beiden Rollenfiguren mal nebeneinander setzt, würdest du sofort sagen, ja klar, die sind verwandt. Also nicht nur wegen dem Namen, also die sehen sich auch optisch ähnlich. Super besetzt, also muss ich wirklich sagen. Ich mochte auch die Art richtig, und Weise, gut. Wie das so mit diesem satirischen, schwarzen Humor, diese Fernsehsendung aufgezogen wurde. Das hat mich damals vor vielen, vielen Jahren schon bei dem ersten Running Man mit Schwarzenegger so begeistert, wie das so moderiert wurde und so dieses absurde Spiel, diese Gladiatorenkämpfe dann, und hier auch mit
wirklich so komischen Bemerkungen und dann zwischendrin muss er nochmal seine Restaurant-Reservierung ändern, weil die Show jetzt doch länger dauert. Also ja. Genau das so ein Ding, ich will nicht zu viel verraten. Ja. Aber auf jeden Fall großartig gespielt. Aber natürlich der wirkliche Star dieses ganzen Ensembles ist eigentlich Rachel Segler, die hat wirklich gut gespielt, auch die hat auch gesungen im Film. Ich weiß nicht, ob sie selber gesungen hat, aber es klang sehr danach. Was normalerweise für mich so ein Upturn ist bei so einem Film, aber das waren jetzt keine so Schmachtfetzen-Songs, sondern das waren halt richtige Pop-Songs, die da performt wurden und deswegen. Aber da saß ich im Kino und dachte so, als der dritte oder vierte Song kam, ich so, Gott, der Erik wird's hassen. Nee, die waren halt okay. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie im Original belassen wurden und nicht irgendjemand das versucht, auf Deutsch nachzusingen. Danke, danke dafür, dass ihr die Songs gelassen habt, wie sie sind. Und das verstehe ich einfach nicht bei anderen Filmen, dass man die Songs dann auch auf Deutsch übersetzt, ja. Also wir haben hier den Ursprung des Hanging Tree Songs in diesem Film. Wo kommt dieser Song überhaupt her, den Katniss später singt? Und endlich lässt man einfach die Originalsongs sein. Danke dafür. War der nicht von Lemon Tree? Haben die nicht? Was? Hanging Tree. All that I can see, just another Hanging Tree. Naja. Ach ja. Nee, es gab auch extrem viele Anspielungen auf die alten Filme. Also auch das Kleid, was sie anhatte, auf dem waren sowohl die Katniss-Blume als auch die Primrose-Blume drauf, was ja später Katniss und Prim die Geschwister sind aus den ursprünglichen Panem-Filmen. Also es gibt ein paar Referenzen in die Richtung, was mir auch sehr gut gefallen hat, ja. Ne, nochmal zu den Songs. Also ein Song wird ja zweimal oder mehrere Songs werden mehrfach performt und ich glaube der eine, das ist ja so ein bisschen der Hauptsong. Ich tippe mal auf eine Oscar-Nominierung für den besten Song. Deswegen vielleicht. Du meinst den sie singt, als sie ausgewählt wird, ne? Ja, der kommt ja dann quasi nochmal, als sie da in dieser Art Kneipe. Nein, da meinst du den sie singt, als sie vorgestellt wird von Flickerman. Oder so. Also ich glaube, der Song, der wird bestimmt eine Oscar-Nominierung für den besten Song bekommen. Also vielleicht auch dahingehend für Oscar-Fans wie mich, die jetzt gerne alles gucken, wo irgendwas Oscar-Nominiertes drin ist, vielleicht dahingehend. Aber man kann vielleicht auch so schon mal sagen, es ist ein sehr, sehr guter Film. Er hat mich wirklich positiv überrascht. Und er ist bloß ein bisschen zu lang mit 2 Stunden 37, aber es war jetzt nicht irgendwas drin. Okay, der hatte ein paar Sachen drin, wo ich dachte, okay, hätte man ein bisschen kürzen können. Aber es war trotzdem noch halbwegs okay. Es war jetzt nichts Unnötiges, wo man sagt, oh, okay, das hat es jetzt überhaupt nicht gebraucht oder so, das war jetzt einfach langweilig. Und dadurch, dass ich ja im Gegensatz zu dir die Story jetzt überhaupt nicht kannte, war für mich auch insbesondere das dritte Kapitel, ich dachte, es geht in die eine Richtung und es ging dann wirklich in was ganz anderes und was ich aber sehr, sehr gut fand. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass es, wenn es in die eine Richtung geht, hätte ich gedacht, oh, das hätte es nicht sein müssen oder so. Und dann machte das aber ist das wirklich, ja, wenn wir einmal Peter Dinklage erwähnt haben, ist fast Game of Thrones, was dann kommt, so mit Verrat und Betrug und extrem fesselnd sogar. Dieser letzte Teil, das dritte Kapitel ist eigentlich ein eigener Film. Die ersten 2 Kapitel sind ein Film und das letzte Kapitel ist ein Film, weil die sind so ineinander irgendwie gefühlt abgeschlossen. Okay, da gibt es zwar natürlich einen Querverweis, warum jetzt das dritte Kapitel beginnt, was ich jetzt nicht verraten will, für die es auch nicht kennen wie ich, aber, und es ist auch wichtig, das vorher gesehen zu haben, muss man auch sagen, weil damit man weiß, wer sind die Figuren und warum handeln die so, also es war schon wichtig. Es hat sich dann aber am Ende angefühlt, wirklich wie so ein episches Werk, was man gerade gesehen hat, was einfach sehr, sehr rund war, sehr perfekt war. Ich fand es auch wirklich schön, man erkennt, ist natürlich viel CGI drin, aber gerade bei manchen Sachen, wenn sie den alten Flughafen Tempelhof, die Säulen, erkennt man halt wieder, man erkennt den Eingang von Olympiastadion und dahinter ist alles CGI und so. Ich fand es halt schön, es ist halt wieder Potsdam-Babelsberg gedreht und das finde ich halt immer schön, dass so diese alte Architektur, die man dann so wiedererkennt in dem Film und
Ich mag es halt auch immer, wenn so solche Top-Kracher wirklich aus Deutschland kommen. Das gefällt mir immer, wenn das nicht alles irgendwo in Hollywood oder irgendwo gedreht wird am Ende der Welt. Ja. Ja. Ich habe ja das Buch gelesen, also mittlerweile schon zweimal. Und ich muss sagen, dass es gibt im Film keine erfundenen Szene. Ja, also es gibt keine Szenen oder kein Storyverlauf im Film, den es nicht auch im Buch gibt. Und das finde ich gut. Ne? Mhm. Manchmal wird ja irgendwas dramaturgisch geändert oder weil man irgendeine bestimmte Geschichte nicht erzählen will, wird es dann geändert, damit es dann Sinn für den Film macht oder so. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt ein paar Sachen, die fallen weg, aber die sind nicht dramatisch. Also das sind halt wirklich, um ein Buch zu füllen, ein Buch länger zu machen, wird der ein oder andere Charakter mehr ausgeschmückt. Ich empfehle tatsächlich, dass man die vorigen Filme gesehen haben sollte, weil man A, dann erstmal weiß, wo ist der Unterschied, ja, also warum, also wer sind die Leute, bei den Schülern ist zum Beispiel noch jemand dabei, der heißt mit Nachnamen Crane, und da ist klar, okay, das ist ein Vorfahre von dem Crane, der später mal ein Spielleiter ist, ja, und dessen Schicksal man dann auch aus den Filmen kennt, oder Coraline Snow und Tigress, die man ja auch aus den alten Filmen kennt, verwandt sind. Das wusste ich vor dem neuen Buch gar nicht. Ja, das wird, glaube ich, gar nicht thematisiert im Buch, dass die verwandt sind miteinander. Ja, dass die Cousin und Cousine sind. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die echt, echt gut sind. Also ich finde, es ist eine richtig gute Buchumsetzung. Tollen Schauspielern. Ich bin jetzt nicht der größte Rachel Zegler-Film. Ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie unsympathisch, aber in dem Film war sie wirklich richtig gut. Ja, also ich kann diesen Film wirklich jedem ans Herz legen. Ich hoffe sehr, dass Stephanie Meyer noch mehr Panem-Geschichten schreibt, dass das wieder eine Trilogie wird. Ich möchte gern mehr von dem Aufstieg von Coraline Snow wissen. Ich möchte gern wissen, wie es Lucy Gray geht. Und ja, ich würde will einfach mehr von dieser Welt haben. Also die Panem-Welt finde ich unglaublich interessant. Auf jeden Fall. Ich fand auch, also der Regisseur Francis Lawrence, der hat wirklich ein gutes Händchen, solche düsteren, dystopischen Sachen umzusetzen. Also er hat ja die letzten Mockingjay 1 und 2 und so weiter gemacht und Catching Fire, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Catching Fire. Und dann halt auch solche Sachen wie, ich glaube, diesen I Am Legend oder so hat er gemacht mit Will Smith, was auch so dystopisch ist und so. Der hat ein extrem gutes Händchen für sowas und ich würde mir wünschen, dass der dann auch bei weiteren Projekten mit am Start ist natürlich. Und dieses Ganze, es gab ja damals, wo dieser erste Film rauskam, den ich auch gesehen habe, weil ich habe früher sehr viel Bogenschießen gemacht und deswegen, wo ich dann gesehen habe, okay, das war ja gleich auf dem Poster, habe ich gedacht, okay, muss ich sehen. Und ich fand den ja echt gut und danach kam ja, das hat ja so eine Riesenschwemme ausgelöst, dass irgendwelche Jugendbücher verfilmt wurden und mit mehr oder weniger guter Qualität von anderen Autoren und letzten Endes war so dieses Tribute von Panem, diese Filme, die waren so ein bisschen so ein Highlight in so einem Brei von Durchschnitt und jetzt war ja eine lange Zeit nichts, ich glaube 10 Jahre oder so seit dem letzten, wenn ich mich recht erinnere, man möge mich korrigieren und dann, es kam ja jede Menge Quatsch noch und andere Filme, die es alle nicht gerissen haben und jetzt kommt der wieder, mal gucken, was das jetzt auslöst, ob da jetzt wieder noch andere Filme da wieder in das Fahrwasser treten, in dem Fahrwasser weiterfahren und ein was noch, worauf ich immer ein bisschen achte, gerade auch in der Sneak Preview, weil da ja Filme kommen, wo man nicht weiß, was einen erwartet, dann achte ich immer besonders auf die allerersten Szenen eines Films, wie die quasi versuchen, die Zuschauer abzuholen. Und da hat der Film hier auch eine extrem starke Szene, die ich mal nicht spoilern möchte, weil sie ist zwar ganz am Anfang, aber für alle, die es noch sehen wollen, da habe ich gedacht, wow, ey, das ja, ist gleich du, am... Du hast es nicht nur gedacht, du hast es gesagt. Gleich am Anfang mit so einer Szene die Zuschauer reinzuholen, fand ich schon echt gut und hat gleich so die Stimmung gesetzt für alles, was da noch kommt. Und vielleicht, liebe ZuhörerInnen, achtet mal drauf bei irgendwelchen Filmen, Serien auch sehr gerne.
die ersten Szenen, wie hole ich die Zuschauer ab, wie setze ich die Stimmung für das, was danach kommt, finde ich immer sehr wichtig und einfach mal drauf achten, was da gemacht wird. Und jetzt, bevor wir hier zu weit ausschweifen, wir haben ja noch einen Film. Wir müssen noch Punkte geben. Genau, gebe ich mal knallharte 8 Punkte und mir hat er nämlich extrem gut gefallen. Meine Tochter, die war parallel mit ihrem Freund in Darmstadt im Kino, hat den Film auch gesehen. Die war auch voll des Lobes für den Film, also da habe ich danach noch eine Nachrichten bekommen. Ich dachte, dass sie geht in einen anderen Film, habe aber eine Nachricht missverstanden. Sie war tatsächlich auch in diesem Film und die waren auch sehr begeistert, alle beide. Und Kate, was gibst du? Ich gebe 8,5 Punkte, wobei ich gerade überlegen bin, ob ich auf 9 aufrunde, weil er mir echt gut gefallen hat. Ich will mir noch ein bisschen Luft nach oben lassen hier. Also, jetzt habt ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr habt jetzt hier quasi eine Kritik von der Kate gehört, die das Buch kennt und ja offensichtlich eine weibliche Person ist. Und von mir als Mann, der das Buch nicht kennt und der auch so gut wie alles von den vorhergehenden Filmen vergessen hatte und der auch extrem Spaß dran hatte. Also was sagt euch das? Es sagt euch mehr oder weniger, geht in diesen Film rein, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Bringt ein bisschen Sitzfleisch mit, holt euch vielleicht ein paar Snacks und geht in ein Kino. Vielleicht noch der kleine Hinweis, was ein richtig gutes Soundsystem hat. Also in Innenstadtkinos gibt es ja Atmos, weil es gibt da so Szenen, wo wirklich so um euch rum so Stimmen kommen und so. Das sollte funktionieren, weil das ist sehr gut. Ja. Puh. So, jetzt können wir mal kurz einen Schluck trinken und Luft holen. Jetzt ist der Chris dran mit The Marvels, sofern er wieder zurück ist. Von ja, ich bin schon lange zurück. Ich habe euch ja aktiv zugehört, das ist ja überhaupt kein Problem. Hat er das jetzt eigentlich Lust gemacht, den Film vielleicht auch mal zu gucken? Ich habe auf die Frage gewartet und ich muss ein ganz klares Nein, ich gehe dafür nicht ins Kino rausgeben. Also ja, ich werde ihn Kino dann mal vielleicht zu Hause mal. Man muss, wie gesagt, von diesen vorhergehenden Filmen eigentlich nichts wissen. Man hat auch so Spaß, weil ich habe sehr viel vergessen gehabt. Ich habe dann erst am Schluss eine Erkenntnis gehabt, wo die Kate gesagt hat, ja, das war doch eigentlich klar. Wo ich gedacht hätte, okay, mir hat doch trotzdem Spaß gemacht. Also ja, eigentlich was ich am Anfang hätte wissen können. Naja. Also ich warte auf Heimkino-Release. Auf Heimkino, genau. Okay. Das denke ich, wird mir in dem Fall The Marvels ausreichen. Konnten wir nicht ausgereicht warten. Hat mir das nicht mit Heimkino und Warten, das haben wir ja schon mal angekündigt, The Marvels anzuschauen. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, mal alle drei wieder ins Kino zu gehen, was echt sehr schön ist und sehr selten ist. Aber okay. Immer wieder möglich. Und ja, The Marvels ist quasi die konsequente Weitererzählung der Geschehnisse von Captain Marvel, also von Carol Danvers alias Brie Larson als Schauspielerin und die eben die Geschichte auch hier weitererzählt und das Marvel-Rad und die verschiedenen Universen und sowas immer munter weiter dreht. Und Problem an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass dieses Marvel-Rad ja langsam aber sicher völlig überdreht ist, zumindest nach meiner Auffassung. Jedenfalls treffen wir Carol Danvers als Captain Marvel, die zu einer Anomalie gerufen wird, irgendeinem Loch, wie so eine Art Wurmloch, wo irgendjemand reingerissen hat, um da mal nach dem Rechten zu schauen. Und sie setzt ihre Kräfte ein und tauscht plötzlich dann die Plätze mit Miss Marvel. Und das, wer die Serie Miss Marvel gesehen hat, weiß schon, okay, da passiert irgendwas oder da ist irgendwas schon passiert. Und die wiederum tauscht dann mit der, deren Namen mir gerade wieder mal nicht einfällt. Rambeau, genau. Monica Rambeau, den Platz, die man auch kennt, wenn man die Scarlet Witch Serie gesehen hat. Ja, es wird sehr, sehr viel zusammengemixt in diesem Film. Also durch eben diese Anomalien. Und wenn die ihre Kräfte einsetzen, switchen sie die Positionen, was teils unübersichtliche Sachen hervorruft. Auch Nick Fury, Samuel L. Jackson, der auch wieder mitspielt, ist da eher so, der rafft es erstmal gar nicht, weil es eben ja drunter und drüber geht zu Beginn, weil sie eben, wie gesagt, das noch nicht so ganz drauf haben, wer, wie und was und überhaupt. Große Bösewicht in diesem Film ist Zoe Ashton, die spielt nämlich Dar Ben,
also nicht Darben, sondern sie darbt nicht dahin, sondern Darben, die eben ja die Sache anführt, um zu sagen, ja hier, Captain Marvel wird bei denen nämlich in der Kultur nur als die Zerstörerin tituliert, weil sie eben in der Vergangenheit durch ihre Aktionen unbeabsichtigt mehr oder weniger dort die Sonne zerstört hat. Deswegen ist der Planet der Kree, oh Gott, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen, ist da jetzt in Gefahr oder komplett in Gefahr oder unbewohnbar. Deswegen suchen die was Neues und sind natürlich auf Rache aus. Und hast du nicht und willst nochmal. Also, ja, es gibt wieder einen Schurke oder eine Schurkin in dem Fall. Es gibt viel CGI und es gibt sehr viel Vermixung verschiedener Geschichten, die erzählt wurden. So eben, dass halt Captain Marvel da quasi sich zu einem Team zusammenrauft, muss dann ihre Vergangenheit mit Monica aufräumen, weil na, wir erinnern uns vielleicht auch in den ersten Captain Marvel Film zurück, als Maria Rambeau Lashana Lynch hier die beste Freundin einfach von Carol Danvers ist und war und die ja dann leider verstirbt, während Monica noch geblippt ist und Monica kommt zurück aus dem Blip und ja, die Mutter ist nicht da, also sie taucht im Krankenhaus wieder auf und sie ist nicht da und ihre Tante ist nicht da und sie ist dann ganz auf sich gestellt und da passiert eben noch das, dass dieser in ihre Elektronen, was weiß ich, sich zersetzen kann und in Energie sich umwandelt und was weiß ich. Es ist ziemlich vollgeladen mit Stuff und Informationen. Wenn man die Serien nicht kennt, fehlt einem unglaublich viel Hintergrundwissen, habe ich festgestellt. Und es gibt halt auf diesem Weg zum Endfight, es ist so wirklich aufgebaut wie so ein klassischer Marvel-Film. Das ist eigentlich mal was Positives. Gibt es verschiedene, ja, teils recht skurrile Situationen, die sehr, 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 sehr knapp davor sind, umzukippen in kompletten Blödsinn. Ich erinnere da an Prinz Jan, der Park Se-yeon spielt. Prinz Jan und seinem Volk, die sich nur dadurch verständigen können, dass sie singen. Das war eher, ja, weiß ich nicht, schwierig. Vor allem als dann Prinz Jan ganz normal sprechen kann und es einfach nur lapidar heißt, ja, er ist zweisprachig. Wow. Also das war für mich schon so wirklich ganz, ganz, ganz hart an der Grenze zu sagen, ey, boah, nee, brauche ich nicht. Oder auch, dass die komischen Eier wo gefunden werden und was dann, ich gebe nur das Stichwort Katze, mehr sage ich gar nicht. Also vieles, wo ein bisschen quatschig wirkt, wo ein bisschen abdriftet, aber ansonsten, ja, ich bin halt kein Fan von Miss Marvel, die geht mir tierisch auf den Seier irgendwie. Habe ich jetzt da auch wieder festgestellt, dieses ha ja, oh. Und klar, sie bringt die Teenie-Leichtigkeit mit rein. Sie bringt dieses zum Teil auch komplett Unschuldige mit rein, was auch vollkommen okay ist, was wo ich auch vollkommen mitgehen kann. Ich mag die Figur einfach nicht so. Dann die Rolle von Monica Rambeau war mir auch nicht so ganz, ja, fand ich teilweise so ein bisschen aufgesetzt und halt die ist jetzt auch dabei und die braucht auch da nochmal, da brauchen wir auch nochmal einen richtigen Handlungsstrang für die. Ja, insgesamt ist es durchaus unterhaltsam, durchaus auch relativ kurzweilig, aber weit, weit weg von den Sachen, die man schon kannte oder die man schon hatte oder wo man auch sagen kann, war auch richtig guter Marvel-Film. Hängt bestimmt damit zusammen, dass zum einen natürlich diese Superhelden-Überdrüssigkeit inzwischen auch bei mir jetzt so mehr und mehr zuschlägt. Das ist das, was Erik schon vor ein paar Jahren mal hatte. Da bin ich jetzt dabei, dass es mich jetzt gerade so ein bisschen trifft. Weiß nicht, ob es zu weit hergeholt ist, aber gefühlt litt der Film auch ein wenig unter dieser Streikwelle. Kann das sein? Naja gut, der Streik hat ja jetzt nur das Marketing betroffen. Ja. Weil der Film war ja fertig. Ja, aber ja.
Ja. Das ging ja nur darum, dass die halt keine Werbung machen konnten. Hm. Ja. Also wie gesagt, es ist schade, weil ich glaube, es wird teilweise dem Film nicht gerecht. Also ich bin immer noch Brie Larson-Fan. Ich finde, die passt richtig gut da rein. Die gibt eine richtig gute Rolle ab. Was ich überhaupt teilweise auch wieder nicht verstanden habe, ist, das habe ich aber schon bei Endgame nicht verstanden, dass Captain Marvel eigentlich alles auch alleine auseinandernehmen könnte, und das macht sie in dem Fall auch wieder nicht. Also ich verstehe es teilweise einfach nicht. Sah auch unheimlich schwach aus in dem Film, gefühlt. Ja, Also, ich meine von den Kräften her, ich hatte eigentlich gedacht, die hat da mehr Bums. Ja, ja, das meine ich. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass die das alleine auch hätte regeln können. Die kriegt ja da ganz schön ein paar auf der Mütze da. Ja, die muss ganz schön einstecken. Ist irgendwie inkonsistent. Und dann halt auch, es sind halt diese wirklich typischen Szenen. Dann steht man mal dann mit so einem demolierten Anzug, sieht auch ein bisschen fertig aus, es siegt die Freundschaft, es siegt das Zusammenhalt, das bessere Team, das Glaube an das Gute und ja, es ist. Ich würde tatsächlich gerne mehr Positives sagen. Also CGI ist wieder gut, die Weitererzählung der Geschichte ist auch okay, man macht natürlich ein Riesenfass auf mit den Szenen am Ende. Da macht man wirklich zweimal ein Riesenfass auf. Das eine war klar, dass es so kommen wird. Das andere ist halt eher so, okay, man öffnet es nochmal in die Richtung für ganz arg vieles, was in Paralleluniversen stattfindet. Ja, wie gesagt, meine große Sorge, die habe ich aber schon öfters gehabt, jetzt zuletzt bei den Marvel-Filmen, ist, dass sie sich weiter verzetteln. Und das wirkt leider gerade ein wenig so. Es ist alles an sich ist cool gemacht, ist super gemacht. Es fehlt einfach aber der so ein bisschen der Drive oder dann vielleicht auch der Witz. Da hoffe ich ein bisschen auf Deadpool. Auf Deadpool 3, der wo man wieder richtig auf die Kacke hauen wird. So ein bisschen ist einfach gerade die Luft raus aus den Marvel-Sachen. Und 105 Minuten geht hat, das war okay. Das fand ich schön knackig, weil das hätte man bestimmt auch epischer erzählen können, aber es war nach meiner Auffassung alles Wichtige da drin erzählt. Und ich glaube, an den Kinokassen ist er ein ziemlicher Flop. Darf ich was sagen? Selbstverständlich. Natürlich. Der Chris meinte, er hat gerade die Aussage gemacht, dass die Luft raus ist bei den Marvel-Sachen. Ich möchte das spezifizieren. Es ist die Luft raus bei den Marvel-Filmen. Weil die Serien sind der Hammer. Ja, Loki-Finale war super. Ja, cool. Auch nicht nur Loki. Ich fand auch hier Hawkeye super. Oder hier Winter Soldier und also Captain America Winter Soldier fand ich richtig gute Serien. Die einzige, die auch mir nicht wirklich gefallen hat, die ich auch bis heute nicht zu Ende geguckt habe, war Miss Marvel, weil es einfach viel zu bunt ist. Also das fand ich, finde es viel zu übertrieben, mir geht das Kind total auf die Nerven, war jetzt auch im Film so, ich komme mit diesem Charakter einfach nicht klar, bin ich vielleicht zu alt für, keine Ahnung. Aber ich möchte nur, also ich weiß jetzt nicht, ob es dir genauso, also ob du das damit auch sagen würdest, aber ich finde, dass die Luft bei den Filmen raus ist. Ja, schon. Also wie gesagt, du checkst halt, glaube ich, wirklich von die Marvels, was ich ja auch echt ärgerlich oder echt gemeint finde eigentlich. Warum gibt es kein Captain Marvel 2? Das ist ja quasi Captain Marvel 2, aber man traut ja wohl nicht zu, das alleine zu machen. Und das finde ich echt schade. Aber ja. Ohne die Serien ergeben halt die Filme teilweise wirklich keinen Sinn. Und dann vorauszusetzen, ja, die Leute werden hier schon das angucken, boah, finde ich extrem mutig. Ich habe noch eine Frage, ob ich irgendwas verpasst habe. Also ich weiß, dass Monica am Ende der WandaVision-Serie, die geht ja durch diese Barriere durch und bla bla bla, genau. Und hat dann plötzlich Kräfte. Also, dass sie dann irgendwie besonders ist, weil merkt man doch nur daran, dass sie ihre Augen so glühen in der Serie. So. Habe ich jetzt irgendwo zwischendurch was verpasst, weil plötzlich haben wir jetzt die Marvels und sie hat ein Kostüm und sie beherrscht ihre Kräfte tipptopp. Habe ich da irgendwo verpasst? Nee, tut sie nicht, weil sie hat es noch nicht gerafft, dass sie fliegen kann. Ja, es ist aber der Rest so, die
kommt plötzlich aus dem Boden raus und kann durch Leute hindurchlaufen und so. Also das kann sie ja alles richtig gut. Ne? Aber habe ich das irgendwie verpasst, wurde das irgendwo anders nochmal thematisiert? Oder ist es jetzt das erste Mal, dass das thematisiert wird? Also das erste Mal, soweit ich es im Kopf habe, ist das erste Mal, dass sie so einen größeren Auftritt hat. Ja, gell? Okay. Ja, zum Thema Naming hier, also The Marvels, Miss Marvel 2 und so weiter. Ich hatte, bevor ich den Film jetzt geschaut habe, im Kollegenkreis mal drüber gesprochen, dass ich den Film sehen möchte. Und da hieß es dann von einer Person, ich habe den schon gesehen. Habe ich gesagt, hä? Aber sie meinte natürlich Miss Marvel, ja. Und eine andere Person, die mir gesagt hat, sie hätte das schon gesehen, meinte die Serie. So, also irgendwie, ich glaube, hier hätte es mal durchaus geholfen, vielleicht mal einen anderen Titel zu wählen, als The Marvels, irgendwie Miss Marvel, The Marvels und wie hieß das andere? Miss Marvel? Nee, wie hieß die Serie? Ja, Captain Marvel, nee, genau, Captain Marvel, Miss Marvel und The Marvels. Also, ja, das hat ja einen Sinn dahinter. Ja, natürlich hat das einen Sinn. Danke, ist ja klar. Ich rede jetzt von dem normalen Marvel-Namen. Von dem normalen DAK, dümmsten anzunehmenden Kinozuschauer, der ins Kino geht und sagt, nee, den kenne ich schon, habe ich schon gesehen, weißt du? Sondern du musst da schon irgendwie die Leute ein bisschen reinlocken. Und das Poster sieht auch sehr ähnlich aus wie der Captain Marvel-Film, bis auf, dass da die zwei Personen im Hintergrund sind. Du musst ja irgendwie die Leute versuchen, ins Kino zu kriegen. Ich glaube, hier ist einiges falsch gemacht worden. Dazu kommt noch diese wirklich absolut inkonsistente Story, die geschwankt ist zwischen, ja, wir machen was Lustiges, nee, wir machen was Spannendes, nee, wir machen was Dramatisches, nee, wir machen was mysteriös, sonst was. Ich mochte eigentlich so ein bisschen diesen lustigen Part, mochte ich eigentlich ganz gerne. Auch so diese mit diesem Singplaneten und so. Das hatte sich so ein bisschen angefühlt wie der Thor-Film, der, glaube ich, mir als einzigen gefallen hat, der lustige. aber ja, ich weiß nicht, es waren so Versatzstücke, die haben sich angefühlt wie aus verschiedenen Filmen. So, manche waren lustig, manche waren actionreich, manche waren dramatisch und irgendwie hat dieses ganze Puzzle nicht so richtig zusammengepasst gefühlt. Und deswegen war ich da zeitweise ganz schön raus und obwohl der Film so kurz war, hat er sich für mich relativ lang angefühlt. Weil da auch stellenweise so ein CGI-Overkill war und okay, das ist... Puh. Ja, also wirklich, für mich ist das Fazit von dem Film, der tut nicht weh, den kann man schon schauen, aber ist jetzt auch nicht so, dass, ja. Was mich auch gestört hat, war diese unglaublich schnelle Erkenntnis über Dinge, ja, also da ist jetzt dieser Bösewicht, der auf der Suche nach dem zweiten Armreif ist und die machen da so ein Tor auf und dann hast du da so ein Weltentor und die Monika, die weiß halt sofort, das ist das und da muss man so und ach, deswegen tun wir jetzt Plätze tauschen, weil das ist physikalisch so und so und so geregelt und dann später, ja, aber wenn ihr mir jetzt eure ganze Energie aufladet, dann fliege ich dahin und dann mache ich das so und keine Ahnung, woher weiß die das? Woher weiß sie das? Also, ist sie Physikerin? Hat die letzten 8 Jahre Zeittore studiert? Oder das fehlt mir. Warum können hat sie das Gleiche gemacht wie Loki. Sofort erkennen? Ich meine, bei den anderen Filmen, ich meine, also bei Cap, also zum Beispiel, mein allerliebster Film ist ja immer noch der erste Iron Man. Ja, der baut ja Sachen. Das ist halt eben sein Job. Der ist halt so clever, der sieht es, der macht sich da Baupläne und so, kann das alles machen. Super, alles erklärt, ja. Aber wenn wir jetzt hier von Raumzeitkontinuen sprechen, woher wissen die das so schnell? Weißt du, da gibt es kein, wir müssen uns erstmal hinsetzen und brainstormen, ja. Was könnte das sein? Wie können wir dagegen angehen? Nein, die stehen da zu dritt und haben plötzlich eine Lösung innerhalb von 2 Minuten. Das ist das, was mich stört. Hm. Ist einfach so. Stört mich. Schwierig. Sehr schwierig. Nein, aber ein sehenswerter nicht Film. Halt. Aber wie du schon gesagt hast, der floppt ziemlich an Kinokassen. Also der hat natürlich erhebliche Produktionskosten. Und da hilft natürlich auch nicht, dass jetzt Tribute von Panem der neue kommt, die so ein bisschen in einem ähnlichen Teich fischen nach Zuschauern. Und in den USA hat sich schon gezeigt, dass Panem The Marvels am zweiten Wochenende massiv überholt hat und
das zweite Wochenende extremer Absturz. Das heißt, es fehlt die Mundpropaganda. Und ich meine, wer jetzt hier unsere Sendung holt, wird jetzt auch nicht gerade begeistert in The Marvels gehen. Ja, aber ja, gerade so in der heutigen Zeit, wo Filme relativ schnell dann irgendwo auch im Streamingdienst landen, ich weiß nicht, ob man da unbedingt eine Kinokarte ausgeben muss für The Marvels. Aber es ist auf jeden Fall ein okayer Film. Aber ja, das wollte ich gerade noch aber das ist sagen. Eigentlich das Schlimme, ja. Weil der wirklich so in dieser fast schon Belanglosigkeit in diesem Mittelfeld rumlaviert. Es ist eigentlich in diesen ganzen Marvel-Filmen ist eigentlich kein guter Film, wenn man es mit den anderen Marvel-Filmen vergleicht. Ist aber trotzdem, weil es jetzt lange keinen Marvel-Film im Kino gab, vielleicht doch mal wieder sehenswert, die Superhelden zu sehen. Und ich mochte auch einige Szenen wirklich sehr, sehr gern. Also waren wirklich, mir haben wirklich diese quatschigen Szenen gefallen, auch so diese Anspielung auf diese Star Trek-Episode mit den Triples, wo es halt hier lauter Katzen sind und so. Aber die Katzen haben ja noch was ganz Besonderes. Und so. Ich mochte das eigentlich, auch diesen Singplaneten mochte ich eigentlich. Ich hätte mir was in dieser Richtung gewünscht, aber es hat dann auch irgendwie ganz komische Wendungen eingeschlagen und dann gab es noch diesen großen Überbau und ach, ja, bin da ein bisschen ambivalent zu dem Film. Deswegen, weiß ich, wollen wir schon Punkte geben oder habt ihr noch was? Ich glaube, wir können Punkte geben. Es ist halt, ja, ich hätte jetzt halt auch nochmal gesagt, dass man das nicht falsch verstehen darf. Der Film ist okay. Man kann den angucken. Er ist nicht so schrecklich wie dieser andere komische Film, der in der Versenkung verschwunden ist. Die Eternals. Mit diesen Götterarten. Oh Gott, ja. Die Eternals, furchtbar. Dem, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Der wird ja auch überhaupt nicht thematisiert in anderen Filmen. Der ist okay, um Gottes Willen. Leute, ihr könnt euch den angucken, keine Frage. Aber wie der Erik schon sagt, er ist halt im unteren Drittel der guten Filme von Marvel. Ja. Ich denke es wirklich ganz gut getroffen mit schön in der irgendwo in verschwimmt im Mittelmaß mit rein. Und das ist schade, wird meiner Meinung nach Captain Marvel nicht gerecht. Aber ist halt jetzt so. Ich nur noch mal erwähnen, wie gesagt, es ist voll okay. Es ist vollkommen okay. Nein, echt jetzt? Man kann da auf jeden Fall irgendwie reingehen und sich das anschauen. Ich mochte Ach, das ist furchtbar. Aber ja. Okay, also von mir, ich glaube, ich gebe hier, mal kurz gucken. Ja, ich gebe die niedrigsten Punkte mit 5,5 von 10 für The Marvels. Und hast du aber nochmal nach unten korrigiert, oder? Ja, jetzt beim Erzählen habe ich gemerkt, nee, ich glaube, der bleibt doch nicht so lange in Erinnerung, möchte ich eigentlich nicht nochmal sehen. Ich bin bei einem Punkt mehr, 6,5 von 10. Ich bin auch bei 6,5. Alright, Mensch, 3 Kinofilme heute in der Sendung. Wenn ihr jetzt hier unsere kleine lauschige Sendung zum ersten Mal hört, ist selten, dass wir wirklich 3 Kinofilme schaffen in einer Woche. Aber ja, manchmal klappt es halt und gerade wenn so viel anläuft, muss es natürlich im Kino dann auch sehen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick, was so Neues im Kino anläuft in dieser Woche und was so in den Kinocharts drin ist in Deutschland, wo vielleicht sich der ein oder andere Film hier platziert hat. Kinocharts und Neustarts. Und wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Ich war mir selber nicht so sicher, weil ich in meiner Abwesenheit letzte Woche habe ich in meinem privaten Account noch irgendwie 100 ungelesene E-Mails. Wir haben die offiziellen Innenstadt-Kino-Charts gar nicht bekommen die Woche. Deswegen gehen wir mal auf die deutschen Kinocharts diese Woche vom letzten Wochenende. Da ist jetzt, von letzter Woche, Entschuldigung, vom 9. bis 12. Da ist jetzt natürlich Songbirds and Snakes noch nicht drin, deswegen. Aber auf Platz 5 in Deutschland ist immer noch der Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Hat mittlerweile 6,932 Millionen eingespielt in Deutschland. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Platz Nummer 4 ist Trolls 3 Band Together. Auch so ein kurioser Film. Hat schon 5 Millionen gemacht, krass. Ja. Aber der erste Film war ja auch so ein Überraschungserfolg und ja. Platz 3 ist Five Nights at Freddy's. Platz Nummer 2, Killers of the Flower Moon. Immer noch, ja, okay. Und Platz 1, The Marvels, aber wir wissen ja, also der hat hier in Deutschland 2,4 Millionen Dollar, das ist hier die Seite ist in Dollar, eingespielt, also ungefähr 2 Millionen Euro. Und die zweite Woche, gut, da sind jetzt unsere 3 Karten mit drin, aber die werden es jetzt nicht rausreißen. wir haben jetzt keine Millionen für unsere Karten bezahlt. Ja, mal schauen, wie es dann nächste Woche aussieht. Da können wir ja mal noch hier einen Blick in die Charts reinwerfen, in die Einspielcharts.
was da dann drin steht, bin gespannt. Ich schätze mal, da wird nicht viel dazugekommen sein in der zweiten Woche. Nope. Ja. Und was läuft jetzt Neues an? Ist da irgendwas dabei, was hier was hier Panem oder The Marvels nochmal Konkurrenz machen kann? Also einer, wo ich weiß, dass du ins Kino gehen wirst. Oh ja, stimmt. Auf jeden Fall. Darf ich den machen? Es läuft neu an Napoleon, der neue Ridley Scott-Film. Und da hatten wir nicht in der vergangenen Sneak, sondern in der Sneak davor hatten wir mal eine kleine Filmszene zu sehen bekommen, die sehr ruhig anfängt mit Napoleon auf so einer Anhöhe. Der erzählt kurz was und dann, die Amerikaner sagen da gern, the shit hits the fan. Also wenn es wirklich massiv abgeht. Und das war dann in der Szene so. Und die war so der Hammer, die Szene. Ich wollte den Film, habe ich gedacht, ja, 158 Minuten muss ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Napoleon. Ich habe einen guten Freund, mein bester Schulfreund, der war absoluter, in Anführungszeichen, Fan von Napoleon. Der war totaler Geschichtsfreak und hat sich in das Thema Napoleon extrem reingearbeitet. Und da habe ich auch einiges mitbekommen von ihm, so Gossip und Geschichten drumherum und so. Und ich dachte eigentlich, ich weiß da alles, ne? Aber ich glaube, ich muss den Film doch sehen. Ridley Scott ist auch, glaube ich, immer noch einer meiner Lieblingsregisseure. Und ja, da kam gestern vor Panem auch der Trailer, aber dann hast du, glaube ich, verpasst. Da warst du noch mal kurz wo. Ja, den Trailer habe ich schon gesehen, den normalen. Aber das sah auf der großen Leinwand richtig gut aus. Eben. Und auch diese Filmszene, es war natürlich in Anführungszeichen fies, dass sie uns das vor der Sneak gezeigt haben. Da haben halt wirklich viele gesehen, boah, das sieht gut aus, das muss man auf der großen Leinwand sehen. Aber es war natürlich auch die Intention von den Innenstadtkinos. Würde ich sehr gern häufiger haben, dass die mal immer irgendeinen geilen Trailer vorher zeigen. Ja, also der läuft an, 23.11., Historiendrama über Napoleon. Chris, was kommt dann? In voller Blüte. Drama nach wahren Begebenheiten über einen Veteran, der zum 70. Jahrestag des D-Days allein nach Frankreich reist. Das war dieser getippte Film mit einem der letzten Auftritte von Michael Caine, glaube ich. Ne? So, es läuft auch noch an, ein Animationsfilm. Kit und Antoinette und der magische Himbeerhut, ein kroatischer Animationsfilm über die Verbindung einer musikalischen Grille und die Erben des Ameisenhügels. Und dann startet noch The Old Oak und wer aufmerksam unseren Podcast verfolgt, weiß, hey, den hat der Erik letzte Woche vorgestellt. Drama von Ken Loach über einen einst florierenden Pub in einem englischen Dorf, dem ausgerechnet mit der Ankunft von Flüchtlingen aus Syrien neues Leben eingehaucht werden kann. Und wer sich erinnern möchte, ich habe den nicht nur vorgestellt, ich habe den extrem abgefeiert, der Film. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Also wer mal wieder einen richtig guten Film sehen will, habe ich schon erwähnt, dass der richtig gut ist. Also ich habe 9,5 von 10 Punkten gegeben. Ist der richtig gut? Der ist ziemlich gut, ja. Glaub, oh, richtig gut, das weiß ich nicht. Wir könnten ja mal noch gucken. es läuft auch noch an Farang, Schatten der Unterwelt, ein französischer Action-Thriller von Xavier Gans um einen Profiboxer, der einen Rachefeldzug in Thailand beginnt. Oh, das klingt nach einem geilen Sneak-Film, ey. Schade, dass der nicht auf den Tipp passt. So. Oh, das klingt doch gut, ey. Irgendwie da ruckzuck ist die Fresse dick, Teil 13 hier. So. So ist die Fresse dick. Was? Wow. Ist doch ein Filmzitat. Kennt ihr nicht ja, aus aber, Der bewegte Mann? Ja, aber wie du da jetzt, das kam ein bisschen unvorbereitet für mich. Also. Deswegen war ich gerade so, wow. Also, und vor allem 89 Minuten in Kloppereifilm über so einen Boxer in Thailand. Ja, hätte ich gerne das Sneak gehabt. Ja, dann kommt ein Film, den hätte ich auch gerne das Sneak gehabt, aber das ist eine Doku. Dann läuft Elaha, Drama über eine junge Deutschkurdin, die vor ihrer Hochzeit beginnt, einige Traditionen ihrer Community in Frage zu stellen. Da habe ich schon einiges drüber gelesen und gehört. Da geht es darum, dass sie sich ihr Jungfernhäutchen wieder intakt machen lassen möchte und weil sie schon entjungfert ist und dann hat sie eben die Hochzeit und da gibt es ja dann eben diese diverse Traditionen und sonst was alles, wo sie dann eventuell geächtet wird, wenn festgestellt wird, dass sie eben noch keine Jungfrau mehr ist und so weiter. Sah ganz schön dramatisch aus, der Film. Mit einem heftigen Thema. Es läuft auch noch ein It's a Wonderful Knife, nicht Night, sondern Knife. Eine weihnachtliche Horrorkomödie über ein Mädchen, das sich wünscht, nie geboren worden zu sein und nun in einer schlimmen Parallelwelt erwacht. Klingt auch nach einem geilen Sneak-Film, finde ich. Ja. Und dann haben wir noch Dead Girls Dancing. In dem Film machen sich drei frisch gebackene Abiturientinnen auf einen Roadtrip nach Italien. Als ihr Auto mitten in den italienischen Bergen liegen bleibt, stoßen sie auf ein verlassenes Dorf. Okay.
Der letzte Film, der hier bei Kino.de steht, der steht aber nicht in offiziellen Startterminen drin. Deswegen lassen wir den mal weg. Okay, das waren also die Neustarts. Und du denkst, Napoleon wird's reißen? Ich meine, ein Historienfilm, Biopic über Napoleon. Okay, Ridley Scott. Okay, ja, ich denke, es gibt viele Filmfreaks, die den gerne angucken. Der hat ja auch bei diesem Film, der nicht Teufel trägt Prada, wie ist der? House of Gucci. Genau, House of Gucci. Teufel trägt Prada, ja, genau. Hat ja auch ganz schön, war lange in den Kinocharts drin. Also, naja, mal schauen. Okay, die anderen Sachen lassen wir heute mal weg, weil wir sind schon zeitlich sehr, sehr fortgeschritten durch die drei Kinofilme. Und am Schluss für alle neuen Hörer, wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Da packen wir jede Woche drei Songs drauf, jeder ein. Und das feuere ich jetzt mal ab, wenn ich hier den Button finde. Da ist er. Music. Kate, was packst du drauf? Ich bin da letztens wieder über diesen Song gestolpert und ich finde ihn super geil, den Song. Und zwar von Goo Goo Dolls, Iris. Okay, ich dachte, du nimmst den aus Panem hier, weil den Soundtrack gibt's auf Spotify. Ja, nö, noch nicht. Da hebe ich mir für nächste Woche auf, wenn er dann auch in den Charts erscheint. Okay. Ich pack's gleich mal drauf. Goo Goo Dolls mit Iris. Da ist es auf der Playlist. Chris, was nimmst du? Aus The Marvels von den Beastie Boys, Intergalactic. Ja, das war auch geil, wo das kam, ne? Ja. Aber ich bin, mal gucken, ob wir das schon drauf haben. Haben wir, glaube ich, nicht. Ich habe es nicht entdeckt. Mal, Playlist hinzufügen. Passt, okay. Ja, ist drauf. Und Junge! Ich pack, jetzt war es mir gerade wie Niesen, also könnte sein, dass jetzt plötzlich was kommt. Ich war ja vor einiger Zeit, 2 Wochen oder so, war ich im Konzert und habe aber letzte Woche ja einen Song aus dem Film genommen. Aber bei diesem Konzert, wo ich war vor 2 Wochen, da ist eine Band aufgetreten als Vorband, Chemical Sweet Kid. Die haben einen Song, den VfB-Fans durchaus kennen könnten, We're Not Gonna Take It. Und den packe ich doch einfach mal drauf. Den packe ich doch mal drauf. Jawohl. Hey, Jungs, was kannst du? So, und dann sind wir mal gespannt, was dann uns in der folgenden Woche jetzt erwartet an Kinofilm. Eventuell, also eine Sneak gibt es auf jeden Fall zu besprechen in der nächsten Sendung. Und eventuell Napoleon, wenn ich es zeitlich schaffe. Es liegt nächste Woche sehr viel an bei mir. Mal gucken. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, ciao. Bis bald im Kinocast.